Hallo Leute und wie geht's? Und somit ein herzliches Willkommen zurück zu einer Partie Mario Kart 8 online nach ewig langer Zeit. Und ja, Tupestadt ist erstmal geglückt. Mit dabei auch, ihr seht ihn vielleicht. Und auch mal wieder zocken will. Aber im Call bin ich alleine. Was im Call ich bin. In der Audioaufnahme natürlich allein. Weil es geht mal wieder um mein Thema. Mir wurde empfohlen, ich sollte wieder mal Mario Kart online machen. Und nicht unbedingt sonntags war so, wobei ich nichts gegen sonntags war habe. Aber mehr mal wieder um Themen labern, die eh niemanden interessieren. Kein Spaß. Gut, dritter Platz. Wer ist denn vor mir alles? Keine Ahnung. Ich habe ein Thema natürlich, das ich euch eigentlich mal näher bringen möchte. Und ich habe vorhin geschaut auf meinem Kanal. Ich hätte schwören können, ich habe schon mal über das Thema geredet. Vielleicht habe ich es mal, vielleicht weiß ich es nicht mehr, vielleicht finde ich es auch nicht mehr, aber jetzt mache ich es halt. Jetzt nochmal, wieder, mehr mal, ich weiß es nicht. Also es geht natürlich um Facebook. Ja. Facebook kann man mögen, kann man nicht mögen. Es geht mir nicht um Facebook selbst, sondern um die Gründungsgeschichte und ja, wie soll ich das jetzt sagen? Gut, das geht mich persönlich überhaupt nichts an und das ist nur meine Meinung und, also meine Meinung, ich habe das irgendwo mal gelesen. Scheiße! Alter, hast du mich erschreckt, Mensch! Ja toll, ich wollte gerade Marco. Hallo Marco! Wer bist du? Du bist Marco. Ich bin dritter, Kannst du das noch ändern? Nein, ich bin der dritte Runde, das kannst du gar nichts mehr ändern. Mann, wer ist denn vor mir? Schweinehund. Aber wenigstens dritter, ich war auch schon mal schlechter. Oh, erheblich schlechter. Ja, ich glaube, Andrew ist aber ein bisschen überall gut, oder? Kann das sein? Oh, Prinzessin Peach nervt ihn gerade. Nee, er ist nur Zweiter, also nur Zweiter. Ja. Nee, was ich sagen will ist, es gibt einen Film. The Social Network. Ne? Der kam irgendwie vor 6, 7, 8 Jahren in die Kinos, auf DVD und alles. Und darin wird ja also quasi wieder gespiegelt wie Mark Zuckerberg zu Facebook kam, Facebook groß gemacht hat, durch den Erfolg von Facebook sich verändert hat und seine Freunde ignoriert hat, seine Freunde hintergangen hat und pipapo bla bla bla. Und ja, ich meine, das muss man jetzt nicht, ich weiß, das Film ist Film, ne, wenn man Film und Realität ist was ganz Verschiedenes. Wenn man, je mehr etwas unterhaltend ist, je weniger realistisch ist es. Das ist einfach mal eine Hollywood-Regel. Gut, ich bin nicht in Hollywood, aber ich weiß es. Ich hab's mal gehört. Und ja, in dem Film. Genau. So viel zum Thema Realität. Und ja. Und ich habe einfach mal gelesen, als der Film rauskam und alle so auf Mark Zuckerberg rumgehackt haben, ja, das ist ein falscher Schwein und er hat seine Freunde verraten und alles. Und das stand, also, es ist der einzige Bericht, den ich damals gelesen habe, irgendwo in der Zeitung, irgendwo ganz klein, danke, dass ich die Kurve nicht verpasst habe. Und wie es wirklich war, und vielleicht interessiert es euch, vielleicht auch nicht, wenn es euch nicht interessiert, könnt ihr ruhig wegklicken, dann habe ich euch schon mal 5 Minuten eurer Zeit gestohlen. Und ja, und wie gesagt, das ist meine Meinung, ist es nicht. Ich sage einfach nur, ich kann das sehr viel besser nachvollziehen als im Film, den es gab. Also, so wie ich das gelesen in der Zeitschrift, es war eben so. Nein, das ist überhaupt nicht wichtig für uns wahrscheinlich, aber ich sag's trotzdem. Mark Zuckerberg war ja, ich weiß gar nicht, wo der war, in der Uni oder, ja, glaube ich, war so Student, ne? Und ein Kollege von ihm, der nicht Jude ist, und ich sage euch gleich, warum ich das betone, dass er nicht Jude ist. Nein, hab nichts gegen Juden. Ich war auch mal ein Jude, bevor ich zum Arzt ging oder nein, Spaß. Nein, ich meine nicht deswegen scheiße. Also, Mark Zuckerberg, Kollege, hat dann Facebook quasi als Verbindungsplattform erschaffen sich Studenten, um sich gegenseitig zu bewerten und ja, dass sie Freunde folgen können und so, also so quasi, ja, Facebook eben, ne, Facebook für damals. Ich stehe auf dem Platz hier, heidi ho.
Und dann hatte der andere aber keinen Erfolg damit. Also er hat das irgendwie nicht hingekriegt, mit aller Kraft und Mühe, dass es ja, dass es erfolgreich wurde, also groß rauskam. Gut, verdient hat damit sowieso noch niemand damals. Und dann hat er das hingeschmissen und Zuckerberg kam dann und irgendwann, ja, willst du es jetzt einfach so aufgeben? Ja, das funktioniert nicht, ich weiß nicht, wie ich machen soll und alles. Ach, leck mich, ich schmeiß das Ding hin. Und Zuckerberg hat ihn dann gefragt, also so habe ich es gelesen, so habe ich es gelesen, ich war ja nicht dabei. Hat ihn dann gefragt, ja, also er hätte eine Idee dafür, und aber möchte es ihm jetzt nicht einfach so wegnehmen. Und dann denkt er, ja komm, nimm den Ranz und mach daraus, was du willst. Ich kann den Scheiß nicht mehr sehen. Leck mich das, das ist wie die Tonne. Nee, ich will damit nichts mehr wissen. Ich will davon nichts mehr wissen. Und mach daraus, was du willst. Mein Segen hast du alles und so irgendwie. Und ja, dann hätte eben Mark Zuckerberg. Und ich sag's jetzt, auf das ich hinaus wollte, ist eben ein Jude. Und Jude ist in Amerika ganz was anderes als, ich sag's jetzt mal ganz deutlich, in Europa. Also heute zum Glück nicht mehr, aber damals, damals war ja, also ich muss das ja nicht erwähnen, was die Geschichte von Europa war in Bezug auf das. Aber darauf will ich jetzt auch gar nicht hinaus, im Gegenteil. In Amerika waren Juden und sind Juden immer noch helle Köpfe, begehrt und alles und so weiter. Und, also haben ganz anderes Ansehen. Wenn ganz anders behandelt, so meine ich das. Und ich will jetzt nicht abschweifen und wie gesagt, Zuckerberg, Jude, war damals schon Jude und hat dann das Ganze mit Köpfen angefasst und ja, hat dann Zeit gemacht, hat dann das so gemacht, ein zweiter, das End raus, okay, und nee, das ist nicht so. Ich nehme die. Ich nehme das die Ehre an. Was soll denn das jetzt? Item Spam, nicht mit mir, Burschi. Okay. Kriegst du zurück. Und irgendjemand kriegst zurück. Mit sich selbst, bitte. Und danke. Okay. Ja, Kinder, Bettpaar. Par excellence mal wieder. Und ja, er hat das dann groß gemacht und hat Erfolg damit. Nicht finanziell, aber Erfolg damit. Und als es dann halbwegs auf guten Spuren kam, kam dann der andere, dein sogenannter Kollege, und hat gesagt, schön, was das Facebook geworden ist, kann ich es wieder haben? Und natürlich Mark Zuckerberg gesagt, die wieder haben. Ja, also er hätte ja jetzt nur mal ihn so quasi geborgt und jetzt wo es erfolgreich ist, würde es gerne da mitmachen und das wieder, ja, quasi Chef spielen. Und dann hat er gesagt, ja halt, du hast doch gesagt, du willst von dem Ranz nichts mehr wissen und du hast es mir fast hinterhergeworfen, hast du danach gefragt. Und dann kam der andere scheinbar und hat gesagt, ja was unterstellst du mir jetzt und was bildest du dir ein, solche Lügengeschichten zu erzählen? Und gut, wie gesagt, man war nicht dabei, aber dann natürlich, der andere hat natürlich den Stoff genutzt, um dann auch im Film das so darzustellen. Ja, Mark Zuckerberg, nee, der klaut euch die Ideen, der klaut euch alles. Und wenn er es dann hat, dann nimmt er, zahlt er auch noch ihr Wiese von nichts. Und wenn ihr selbst die besten Freunde wart, dann er will dann nichts mehr von euch wissen. Und sag mal, die Geschichte, die öffentlich auch verfilmt wurde. Und das andere ist das, was ich gelesen habe. Und ich persönlich bin mehr auf dem anderen. Aber gut, das muss uns nicht interessieren, das muss uns überhaupt nichts angehen. Und ich meine, ich bin ja mit keinem von denen befreundet, also kann es mir auch Schnuppe sein. Aber ich dachte nur, vielleicht ist es eine Geschichte, die euch eventuell interessiert. Ich finde so Geschichten immer spannend. Es ist eine Geschichte für mich, nicht mehr und nicht weniger. Ja. Das wollte ich euch damit gesagt haben. Also ich finde das eine gute Geschichte. Wenn sie wahr ist, finde ich sie gut. Das andere ist Film und Fiktion und es gibt immer, bei jedem Beef gibt es zwei Seiten. Es ist immer einem selbst überlassen, was man dann glaubt. Oder ja. Sagen wir das, ich denke, jeder von uns hatte schon mal Beef. Und ja. Ist immer wichtig, möglichst viele Aspekte einer Geschichte zu wissen und egal wo. Und ja, wie gesagt,
Zuckerberg. Hab keine Aktien bei Facebook, Zuckerberg nicht und kann mir Schnuppe sein. Ich finde auch die Geschichte interessant und vielleicht habe ich sie euch jetzt auch ein bisschen gut rübergebracht. Man, der ist nicht mal in meinen Panzer reingedönert. Das sollte ich verstehen. Nein. Ah, ich bin jetzt nicht rein. Ich bin immer dritten Platz. Ich bin meistens dritten Platz. Wenn du kannst sein, dass du... Hast du abgebrochen bist? Ist doch irgendwie runtergefallen. Gut, dass die natürlich Abkürzungen kennen. Bin ich der Abkürzungstyp? War lieber ehrlich. Nein, Spaß. Nee, aber ich wollte euch das jetzt nur mal... möglichst kurz und bündig mal erzählen. Und gefallen. Mal wieder ein Thema zusammen, was nicht zum Sonntagsbau und so geht. Wird natürlich weiterhin Parts geben mit Kollegen und so, aber ich hatte jetzt mal wirklich Bock, mal wieder um sowas zu reden. Also, dann macht die Runde noch zu Ende. Danke fürs Zuhören. Ja, gut, die Runde ist noch lange nicht zu Ende, aber trotzdem. Danke, Fred. Jetzt bin ich halt wieder auf 40 runter, wieso auch immer. Ah ja, jetzt sind wir über 50, geht's wohl, was ich verloren habe. Danke, du mir auch. Jo. Na gut, dann sage ich, wenn es gefallen hat, Daumen oben, abonnieren und wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann. Tschüss!